Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei der Kampagne von Rome 2, spartanische Kampagne. Ich hab's zweimal gesagt am Anfang, verdammte Hacke. Ja, wir haben inzwischen viel erobert haben, Rhodos als Gegner im Moment sind im Krieg gegen die. Können wir eure diplomatische Beziehung gucken. Rhodos und die Seleukiden sind unsere Feinde. Sollte aber relativ kein großes Problem sein. Muss man mal gucken. Das einzige Problem, was wir kriegen werden, ist nämlich hier hinten, dass in Rhodos selbst aktuell da sind die so ein bisschen schlecht drauf. Das hat aber nichts mit Kultur zu tun, sondern einfach von den Gebäuden, die ich habe, wo ich aber zurzeit nicht so viel ändern kann. Obwohl in zwei Runden ist das Theater fertig und der andere Tempel. Das könnte die öffentliche Ordnung gerade so ins Plus schmeißen. Obwohl die Instabilität der Region geht ja auch um eins runter. Obwohl es fehlt genau die zweite Runde. Wir werden auf jeden Fall eine Bürgerkriegarmee reinkriegen. Wenn ich denn nicht eine Truppe da reinsetze. Aber ich würde mal sagen, wir haben keine. Na, dich will ich haben. Weil du bist zwar fertig mit dem Aufbau der Truppen, aber wir müssen gerade noch hier ein paar Rüstungen hochziehen, beziehungsweise anziehen lassen, die Herrschaften. So, dann ist die Armee nämlich auch fertig. Die Giganten, dann ziehen wir die rüber. Das können die nämlich unsere Westerweiterung erkämpfen. Wen haben wir denn da? Syrakus. Ich erwarte eure Befehle. So, hier haben wir die Köpfe der Hydra noch. Ach ja, wir wollten letztes Mal, glaube ich, hier unten angreifen, ne? Aber es hat ja nie vernünftig hingehauen. Vor allem, weil sich Rhodos da so reingebunkert hat. Gucken wir erstmal die Provinzen, beziehungsweise noch das Ereignisprotokoll. Ach, da waren wir schon durch mit. Warum habe ich denn überhaupt noch so viel Geld? Ja, hier muss ich auf jeden Fall ein Tempelchen bauen. Die sind nämlich unzufrieden. Tja. Vor ein paar Folgen war noch das Kommentar, du hast so viele Tempel. Der hat sich nie gedacht, dass ich später so viele Tempel habe. Aber es bringt ja auch viel. Also ist es nicht verwerflich. So. Nahrung, Wohlstand, Tempel und das andere auch. Also sollte eigentlich hinhauen. Die haben plus 20, aber nur dank der Armee, oder? Aber wenn ich die Armee wegziehe, werden die auf plus 0. Ja. Wenn ich die Armee nicht mehr brauche hier oben, dann können wir die auch wegziehen. Obwohl, wen haben wir denn hier oben als Gegner? Die haben nur zwei Siedlungen. Nach Norden haben wir noch die Budini mit einer Siedlung. Aber generell habe ich gar kein Interesse an der Norderweiterung aktuell. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Armee hier wegziehe, dann kriege ich irgendwann noch Probleme. Oh, ich habe mein ganzes Geld schon verbraucht. Dann erweitern wir den noch. Oh, hier haben wir auch noch ein Tempel zum Erweitern. Hier auch eigentlich. Aber ist jetzt auch erstmal egal. So, hier warten wir, dass die Gebäude fertig sind. Dann, den hatten wir auch schon. Köpfe der Hydra hatten wir auch schon. An sich müssen wir eine Runde jetzt warten, würde ich mal sagen. Weil wir dann in der nächsten Runde auch die Flotte bewegen können. Beziehungsweise das ist ja eine Armee. Die setzen wir dann auch ein, um hier Tyros einzunehmen.
Die sind da eh schon sich am Zusammenfärchen, die Rhodos-Leute. Und vor allem können wir die ganze Provinz Syria können wir direkt einnehmen. Also relativ schnell, ein paar Runden und gut ist. So, Runde Ende, weiter. Wir nehmen schon 13.000 Gold ein. Pro Runde. Wer hätte das am Anfang gedacht, als ich als kleiner Spartaner in Sparta stand und jemand ins Loch getreten habe und geschrien habe, das ist Sparta. Und da ist gerade mal 110 Runden her, also 110 Jahre. Ich glaube, wir sollten nämlich in der 110. Runde aktuell sein. Jetzt sogar mit neuem Nvidia-Treiber-Patch sind wir am Spielen, der aber eigentlich, glaube ich, nichts bringt. Also nicht bei ROM 2. Da waren so Spiele wieder drin wie Dirt und Tomb Raider und so. Und du denkst dir nur so, warum wird ein Tomb Raider noch gepatcht, dass es besser läuft? Nein! Oh, Krieg erklärt. Irgendjemand Interessantes? Nicht unbedingt. So, minus 5, das ist doch mal eine Zahl. Was war denn hier fertig? Das war der mit Gehöft, ne? Wir gehen aber zu dem mal eben, wo die Werkstatt ist. Weil halt auch einfach mal so minus 8 in der öffentlichen Ordnung. So, Waffen der Stufe 2, das wollen wir. Jetzt haben wir hier einen mit einem normalen Hof geschaffen. Aber hier werden ja auch die Tempel ausgebaut. Das lassen wir erstmal. Fischhandel 3. Hier fertig gebaut. Und hier ist auch das einzelne, der einzelne Hof. Wir werden mal hier mal verstärkt Nahrung produzieren, weil mir die eh gerade fehlt. Militärpräsenz 19, also sind wir im positiven Bereich. Syrakus haben die hier Neapolis eingenommen. Wie stark sind die denn? Ach, die haben nur unten die Stadt und oben, ne? Bereit zum Kampf. Kommandant. Das ist okay, keine Panik. Bereit zum Kampf. Rührt euch, Männer. Aber anders kann ich die nicht in einer Runde besiegen. Nehmen wir direkt beide Städte auseinander. So, was sagt der Rundenbegriff? Ereignisnachrichten, Eigenschaften erhalten, Truppen rekrutiert. Damit ist die dritte Armee auch fertig für die Westerweiterung, die jetzt wieder hier über den Landweg gehen will, wo ich einfach nur ausrasten könnte. Ich erwarte eure Befehle. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Regt euch ruhig auf, ihr könnt eh nichts gegen mich machen. So, Schiffsbaubericht. Ich erwarte eure Befehle. Ja, hier bauen wir. Moment mal. Bin mir nicht mehr 100% sicher, warum ich die Flotte ausgebaut habe, aber wahrscheinlich einfach nur, um eine weitere sinnlose Flotte zu haben. Und ja, ich könnte woanders eine bessere Flotte bauen, und zwar hier in Delminium, nee, Provinz Illyrien. Weil hier habe ich auch einen besseren, nee, hier habe ich gar keinen Hafen mehr. Ach, immer diese Einbildungen. Ach, hier, in Makedonien haben wir einen besseren Hafen gebaut. Aber die Flotten sind eh nur so, ich weiß, die sollen auch nicht sehr teuer sein. Es ist okay, eine Flotte zu haben, aber wir sind Sparter. Sparta braucht keine riesige Flotte.
Komm, machen wir noch ein bisschen mehr öffentliche Ordnung. Diese Provinz ist zufrieden mit ihrem Lebensumstand. Sehr gut. Wir hungern nach einer Schlacht. Tja, die sind hier oben schon schlecht drauf. An sich kann ich die auch sofort erobern. Was soll passieren? Och, komm schon. Wie sieht das aus hier? Genau, Angriff. Da hat er seine Armee verloren. Wir haben wieder ein paar Gefangene zum Versklaven. Uns geht's direkt besser. So, hier an der Seite haben wir noch eine gute Armee von uns. Dann können wir eben mal in Dura einlaufen. Die sind alle ziemlich angeschlagen. Wahrscheinlich, weil die von der Ernährung oder was auch immer nicht versorgen können. Wir werden aber den Angriff mal führen, um unsere Truppen ohne große Verluste zum Sieg zu führen und Dura einzunehmen. Ich denke aber nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Und nein, es gibt noch keinen neuen Patch. Was lustigerweise ist, weil ich glaube ich irgendwie 20 Parts im Voraus schon bin. Von denen, den ich aktuell auf dem Channel habe. Was einfach dafür ist, deshalb ist, weil ich so viel vorproduziere wegen meiner Abwesenheit. Und jetzt müsste ich eigentlich schon längst weg sein. So, jetzt können wir mal gucken. Einheiten. Feldartillerie zu Befehl. Wir haben zwei wundervolle Feldartilleries, die wahrscheinlich durch die späteren heranstürmenden Truppen einfach auf Fresse kriegen werden. Und wir müssen mal gucken, von welcher Seite wir kommen. Ich glaube, bei der Stadt ist jede Seite ein bisschen kacke. Aber wir machen die, splitten die Truppe. Obwohl, es ist übertrieben. Ausgehend von der Stärke vom Gegner sollte mir eh nicht viel passieren. Waren seine letzten Worte, bevor er in Stücke gerissen wurde. Ach komm, die haben nicht mehr Futter. Was soll passieren? Reiter lassen wir bei der Artillerie stehen. Wir wollen den Göttern danken für die Gelegenheit, die vor uns doppelte. Ha, da ist der Feind. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Bürgerkavallerie, Balliste! Bam, bam, bam! So, dann können wir die weiter vorschicken. Der Feind kriegt Unterstützung von... Aha, von hinter uns. Das ist schon mal schlecht. Allein schon, wie viele Leichen hier nur rumliegen, nur weil ich Arti benutze. So, da kommt schon mein schöner Pfeilhagel. Und der hat nur Steinschleuderer. Boah! Da fliehen die schon. Ja, gib mal ein bisschen Stoff nach vorne. So, feuert.
Das waren die Steinschleuderer, wieder Steinschleuderer. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Da fliehen die nächsten schon wieder. Das waren jetzt Speerwerfer, die nochmal auf die hinteren gegangen sind. Ich muss gar keine... Na komm, lass mal die Reiter mal ein bisschen Spaß haben. Ich erwarte eure Befehle. Ach so, wir haben sogar hier Reiter gerade gehabt. Die so ein bisschen Stress gemacht haben. Aber meine leichte Kavallerie. Ja, das sind unsere Fernkämpfer gewesen, unsere Ballisten. Ich muss ja hier keine Angst haben. Es sind einfach viel zu wenige Unterstützungstruppen, die hier kommen. Ja, ich würde da mal sagen, ne? Auf geht's. Wir lassen uns jetzt nicht besonders beirren vom Gegner, sondern schicken einfach die Truppen rein. Ich will ja gerade die Kavallerie reinschicken, aber man beachte. Vor allem die Stände werden eingerissen. Bam! Sogar die Mauern. Ein guter Spartaner kann eine gute Steinwand kaputt schlagen. Kommen gar keine Unterstützungstruppen mehr von hinten. Aber kamen die anderen von der anderen Seite? Das kann natürlich auch sein. So, stellt euch mal da so hin. Den General setzt mal dahinter. Die Kavallerie geht mal jetzt nach Norden. Nach Westen. Ne, Osten. Entschuldigung. Nicht ohne Seife waschen. Oh, die Kavallerie hat vergessen, wie sie sich hinstellen wollte. Ruck, ruck. Na komm, einfach rein. Kommandant, verstanden. Wie ihr befehlt. Und rein da. Die sind gerade auch ein bisschen enttäuscht von ihrer Kampfschlachtleitung. Naja, von ihrer Kampfleistung. Da fliehen die Söldner. Es konnte nur einer gewinnen. Sparta siegt mit 15 Verlusten gegen 1525. Was wirklich fehlt, ist so ein Ausfall. Also, dass die dann sagen, okay, wir haben keine Chance mehr, aber wir attackieren einfach wie die Bekloppten und geben einfach den Spartanern noch so auf die Fresse, wie geht. Aber leider reagiert die KI leider nicht so. Aber, naja, was soll's. Wir haben Dura erobert. Wir können, denke ich, ganz zufrieden sein. Vor allem auch hier ein Tempel des Poseidon, ohne dass es Wasser gibt. Naja, erstmal können wir die Produktionsstätten für
für Truppen wegmachen. Die brauchen wir ja nicht. Und jetzt gibt's nur noch Tyros und Palmia, die wir einnehmen müssen. Und die gehören ja Rhodos. Aber das kriegen wir auch noch hin. Gehe jetzt von Bord. Zu euren Diensten. So, jetzt können wir sogar hier die Truppen noch eben upgraden. Weil ich ja oben die Schmiede fertig gebaut habe. Schneller, ihr Verfluchten! Stellt Wachen auf! Auch ein wir guter Junge, ey. Kommandant, die Flotte meldet sich. Genau, du darfst dich noch ein bisschen ausruhen. Hä? Ich wollte schon sagen. Aber war der Umbau-Button. So, dupp. Na, jetzt ruckel dir keinen ab hier auf der Übersicht. Bereit zum Kampf. Hier müssen wir nächste Runde angreifen. Ist alles okay. Jetzt gehen wir kurz die Städte noch durch. Weil ich habe ja noch 6000 übrig. Dann können wir mal schauen, wo wir nicht mal einen Tempel noch erweitern können. Und so ein Kinderkram. So, bam, 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 bam. Kurz noch gucken. Hier baue ich schon Schiffe rein. Den hatte ich ja schon. Siedlung erobert, ist klar. Eure Befehle. Elyon kriegt noch ein Upgrade. Weil die ganze Zeit hier rumsitzt und die Steuern erhöht. Die ihrer Kleiden bleiben stehen. Zu euren Diensten. Die Flotte meldet sich. Wir brauchen mehr Schiffe. Ihr braucht nicht mehr Schiffe, ihr braucht mehr Kohle. Und die habt ihr nämlich nicht. Und deshalb bist du am Meckern. Oh, eine Sequenz. Sklavenaufstand. Gucken wir uns die mal an. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele. Seinen Geist zu brechen weniger. Kein Sterbenshörnchen. Selbst in der Finsternis wird ein Mann versuchen, seine Fesseln zu sprengen und Rache zu nehmen. Gilt der Sklavenaufstand jetzt für mein gesamtes Land? Stör mich nicht. Dum 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 dum. Passiert noch was für mich? Mein Volk ist in Gefahr. Könnt ihr euch nicht mit uns zusammenschließen? Nein. Wenn du stirbst, dann stirbst du. Ich habe noch nicht vor, die anzugreifen. Nur aus einer starken Position. Genau. Nur aus einer starken Position kann ich euch den Frieden anbieten. Aber ich sag, nein, danke. Nein, mein Charakter wird nicht adoptiert. Unterhaltet 120 Einheiten plus 20.000 Schatzkammer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon vor 80 Millionen Jahren mal gemacht. Vor allem, weil ich unglaublich viele sinnlose Einheiten gekauft habe. So, bam, bam, bam.
so viel Bauberichte. Also er hat minus 3. So, was haben wir denn hier? Das war für Forschung. 25 Wohlstand durch Sklaven, ist uninteressant. Plus 6 Nahrung. Nahrung könnte eigentlich echt ein Problem werden in meinem Land. Hier haben wir aber noch einen Tempel, der wird ausgebaut. Also könnten wir eigentlich... wirklich hier den Fleischerhof machen. Aber 4000... obwohl, wir haben so viel Kohle. Machen wir es erstmal. So, geweihter Boden ist fertig. Sind sie gerade mal ins Plus gekommen? Noch mehr Verstärkung. Mhm. Ja, machen wir Poseidon-Tempel. Minus 10 öffentliche Ordnung. Bäh. Die Städte mal auszubauen, das bringt zwar viel Bonus, aber das muss man auch immer erstmal wieder haben, um die Nahrung und die öffentliche Ordnung wieder zu stabilisieren. Ja, hier bauen wir schon weiter aus. Obwohl... nee. Haben wir auch fertig mit dem geweihten Boden. Und dann machen wir weiter beim nächsten Mal. Dann haben wir nämlich schon mal die Bausachen erledigt und werden dann nächstes Mal mit den restlichen paar Sachen hier noch fertig werden. Ereignisnachrichten. Und dann werden wir einige Angriffe fahren. Vor allem hier an der Seite um die... blub, lasst mich nicht lügen. Um die... Sigirakus auszuschalten, aber da oben sehe ich gerade, Rom ist wieder im Besitz von Rom. Ja, Rom ist wieder im Besitz von Rom. Interessant. Mehr dazu beim nächsten Mal. Mit eurem Doc. Bis dann. Ciao.